Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Heckenschütze, anzunehmen bei Harrison Jones in Uldum an dieser Stelle. Vorquest war Zündung. Braucht ihr etwas? Man sieht sich. Nun gibt es ein Video. Okay, jetzt dürfen wir ins Flugzeug, aber das passiert im Video. Müssen wir nichts aktiv machen. Okay. Ab wie viel Jahren ist WoW? Ab 12? Okay, anscheinend darf man sowas sehen. Ab 12? Und nun haben wir bei diesem Flugzeug zwei Fähigkeiten. Maschinengewehr. Feuert das Maschinengewehr ab und verursacht moderaten Schaden. Und zielsuchende Luftabwehrraketen. Feuert eine mächtige Zielsuchrakete auf ein gegnerisches Luftziel in der Nähe. Ah, schaut mal. Hinter uns sind die Gegner. Also so fliegen wir. Jetzt kann ich mich nicht mehr umdrehen. Wir dürfen diese Mobs hinter uns abschießen. Teilweise verschwinden die auch wieder. Ich habe aber das Gefühl, ich schieße gar nichts ab. Und mein Schiff bekommt auch kaum Schaden. Mein Flugzeug. Ah, jetzt habe ich was abgeschossen. Was sind wir jetzt schon wieder? In irgendeiner Höhle wieder. Ah, jetzt geht's wieder hinaus, oder wie? Hm, okay, anscheinend war das zum Gegner ablenken. Und das sind wieder Gegner. Also, so fliegen wir. Links, geradeaus, hinter uns sind die Mobs. Um die Kamera nach Vorschiff zu drehen und Hinterschiff müsst ihr die linke Maustaste gedrückt halten. Mit der rechten steuert ihr die Kanone. Ja, keine Gegner mehr. Ah, da sind sie. Die ganze Zeit zielen und die einspammen, dann solltet ihr gut mit diesen Schiffen zurechtkommen. Also mit den gegnerischen Schiffen. Ah, und da setzt er uns ab. Auf diesem Damm. Okay. Quest ist dann abzugeben bei Harrison Jones. Schönen Tag auch. In Uldum. An dieser Stelle auf dem Damm drauf. Nicht im Damm, wie bei anderen Quests. Hallo. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.